Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen auf 9999dinge.de. Hier ist wieder Katrin mit einer weiteren Bastelidee für euch. Ja, am Ende verlinke ich euch wie immer zwei weitere Bastelideen. Entweder so die Karten, wo ich dann 10 oder 12 Stück mit einer Idee gebastelt habe, aber andere Papiere zum Beispiel verwendet habe. Und ich verlinke euch noch eine andere Bastelidee oder eine andere Karte. So, heute machen wir eine... ja, Herzkarte, würde ich sagen. Passend zum Valentinstag, zum Muttertag oder auch, wenn man einfach mal so was Schönes verschenken möchte oder verschicken möchte. Ihr benötigt dafür einen Stempel. Ich habe hier Denk an dich genommen und ein schwarzes Stempelkissen. Ihr benötigt außerdem Klebemittel. Ich habe hier doppelseitiges Klebeband und die 3D-Punkte. Ihr braucht außerdem so ein Band, ein Bastelband. Ich habe ein Grau genommen, das schimmert so ein bisschen. Drei Ausstandsformen, eine große Wolke, eine kleine Wolke und ein Herz. Einen Kartenrolling in Weiß und insgesamt drei verschiedene Papiere. Ich habe hier drüben noch meinen Papierschneider stehen und hier habe ich noch meine Stanzmaschine stehen. Und jetzt würde ich sagen, fehlt noch was. Ich brauche noch ein kleines Klemmerchen. Genau, ich brauche noch eine kleine Klammer. Und dann starten wir aber. So, ich habe mich für diese kleine graue entschieden. Jetzt schiebe ich das mir mal alles zur Seite, bis auf mein Stempelkissen. Ich nehme hier eine Unterlage, einfach damit ich schauen kann, ob meine Karte auch, ob ich das alles gerade mache. Ich hoffe, das Licht bleibt jetzt so, weil meistens verändert es sich immer, wenn ich eine grüne Unterlage habe. So, das Denk an dich, mach mal hin. Wer keinen Stempel hat und so weiter, ja. Ihr könnt euch das ja auch ausdrucken und zurechtschneiden und das da unten hinkleben. Oder ihr könnt Rubbellinge nehmen oder was gibt es denn noch? Aufkleber, Schriftzug mit Aufklebern, umgekehrten Aufkleber mit Schriftzug. So, ich mache ungefähr 1,5 cm von unten nach oben und versuche es hier in die Mitte zu bekommen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Das kommt beiseite. Das nehme ich auch erstmal zur Seite. Das kann so ein bisschen trocknen. Jetzt mache ich in der Zwischenzeit, stanze ich einmal mein Herz aus. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder als Bilderanleitung. Wer mein Gequatsche nicht hören möchte, auf www.9999dinge.de. Einmal machen wir die Wolke und die kleine Wolke. Und das kommt jetzt einmal durch meine Stanzmaschine. So, das hätten wir. Jetzt brauche ich mein letztes Papier, und zwar das blaue. Das schneide ich mir jetzt zurecht, dass das in den oberen Teil reinkommt. Und zwar brauche ich bei dieser Karte, ich habe hier eine Größe von 10,5 mal 15, schneide ich mir das blaue jetzt zurecht 9,5 mal 11. So. Ich teste mal, ob das so passt. Ja. Jetzt drehe ich das Ganze um. Jetzt suche ich mir die schönste Seite aus. Ich nehme die. Und hier mache ich jetzt doppelseitiges Klebeband. Einmal komplett rundherum. So, jetzt nehme ich meine graue Schnur und da teste ich jetzt mal so, wie viel ich benötige, damit die so ein bisschen rundherum kommt. Also das reicht jetzt. Jetzt halte ich mir das hier so fest, lege meine Schnur hier hinten so an und mache die hier so schräg drüber und klebe die hier fest. Jetzt gucke ich, ob das so passt. Ist ein bisschen locker.
Und jetzt nehme ich noch hier so ein Stückchen doppelseitiges Klebeband und mache das einfach so zur Sicherheit. Das ist für mich so, damit ich beruhigt bin, das hier und hier nochmal fest. Und jetzt klebe ich das hier auf die Karte auf. Da ich hier 9,5 habe und 10,5 war es, gucke ich, dass ich so 0,5 links und rechts halt das hinklebe. Und oben mache ich auch so ein bisschen 0,5 runter. Guck halt, dass das mit dem Stempel harmoniert. Und drücke das Ganze fest. So, jetzt kann ich mein Herzchen aufhängen. Und zwar nehme ich da meine Klammer. Mache ich erstmal hin, mache das Herzchen dazu. So, da schiebe ich mir noch ein bisschen. Jetzt nehme ich meine große Wolke, mache da meine 3D-Punkte dran. So, und fertig ist meine Denk an dich Karte. Sieht doch niedlich aus, oder? So, meine Guten, das war sie, die Karte. Ich hoffe, die Idee hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde sie ganz, ganz niedlich. Ich habe ja schon weitere damit gebastelt, nur mit anderen Papieren. Das Herz habe ich immer rot gelassen, die Wolken sind anders, das Hintergrundpapier ist anders und irgendwie sieht jede Karte für mich toll aus, einfach weil man durch die verschiedenen Papiere so tolle Sachen hinbekommt. Also schaltet da die nächsten Tage wieder ein. Es geht morgen weiter. Derzeit ist die Uhrzeit 17 Uhr. Also da könnt ihr immer die Ersten sein, die das Video sehen. Ich hoffe, ich sehe euch auch mal in den Kommentaren. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ja, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann würde ich sagen, bis morgen zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.